Moin, moin, meine Lieben, das ist die Axt im Walde. Und was spielen wir heute? Wir spielen The Forest. Eine Version 0.38. Und wie unschwer zu erkennen ist, im Hauptmenü in der Version 0.38b. Ja, nicht mal 24 Stunden später gab es schon wieder das nächste Zeug, wo die Entwickler meinten, oh, da haben wir was gefixt. Ja, was vorher nicht so gut lief. Ich sag so, die drei Zeilen hättet ihr euch sparen können und auch im Qualitätstest vor der 0.38 erkennen können. Aber gut, ist ja nicht so schlimm. Wir sind es ja bisher schon ein bisschen gewohnt, ja, dass hier alle zwei Versionen entweder ein B nachgereicht wird oder ein B, C und gleich direkt mal ein D. Ja, aber wir kommen hier zu dem, was hier in der Version 0.38 wirklich ja, bemerkenswert ist. Wir beginnen in den Optionen. Wir haben hier unter Gameplay den Voice Count. Die einen oder anderen wissen, dass es gibt hier immer wieder ab und an Problemchen. Der gute Zeckenbusch von uns hier aus dem Forum bei forum.2ftheforest.net, ja. Der hat ja immer wieder solche Probleme. Und das hier so die Stimmenanzahl. Das sind jetzt nicht tatsächliche Stimmen, wie ich spreche mit euch und ich bin eine Stimme und gleichzeitig mit euch können jetzt 32 Stimmen sprechen oder 64, weiß es nicht. Aber die Entwickler meinen auf jeden Fall, also zurück zur Technik nochmal, ich weiß nicht genau, was dahinter steckt, aber lest euch vielleicht ein, dass auch eine Sache, die aus alten Zeiten ist, ja. Hier so eine AW32 Sound Blaster mit 64 Stimmen, was weiß ich, ja. Aber die Entwickler meinen dazu, probiert das aus, wenn ihr Soundprobleme habt, einfach ein bisschen verändern die Werte. Wie hier steht, Neustart ist auf jeden Fall erforderlich, damit die neuen Einstellungen bei dem Voice Count greifen. Ja, probiert das aus, wenn ihr hier selbst Probleme mit dem Sound habt. Ja, das heißt so verzerrte Töne oder auch ein Krachen, ständiges Rauschen, Hängenbleiben von allerhand, ja, ausprobieren. Unter den Control Settings gibt es jetzt einen Punkt, da ist man auch direkt drauf, Restore Defaults, ja, auf die Standardeinstellungen zurückkehren. Ganz egal, was ich mir hier eingetragen habe, in den Tastenbelegungen, ich kann das einfach mit einem Klick zurücksetzen, man kennt das ja auch aus anderen Spielen. Ja, The Forest hat das jetzt auch. Wunderbar. Und wir steigen auch direkt ein. Ihr werdet sehen, warum. Denn The Forest beginnt in der Flugzeugabsturzszene. Immer, ab jetzt, laut den Entwicklern, immer bei Nacht. So, wir sind hier im Flugzeug angekommen. Timmy ist bei uns und man sieht das auch sofort, worum es sich hier eigentlich dreht. Draußen ist nachts. Ja, drin läuft hier der TV. Ein Essen ist hier, der Timmy ist hier. Und der Timmy hat auch neben seinen Zeichnungen ein Buch aufgeschlagen. Naja. Der gute The Forest-Spieler, der das Spiel schon ein bisschen kennt, dem wird jetzt eines auffallen, so. Warum ist hier das Flugzeug noch nicht am Rütteln und Schütteln und die gute Dame aus dem Cockpit, die ja bald mal sterben und uns dann die Axt geben wird, noch immer nicht dran, eine Ansage zu machen? Das ist ganz einfach. Das Buch wartet hier drauf, bis wir uns das in die Hand nehmen. Für meinen Sohn Timmy. Das Überlebensbuch. Und wir sind hier angekommen. In the Forest, ja. Kurz nach der Absturzszene. Ihr habt gesehen, da ist ein bisschen was neu. Ja, das sieht ganz schick aus. Wie gesagt, hier Flugzeugabsturz. Immer ab jetzt bei Nacht. Ja. Und bevor das Überlebensbuch nicht in die Hand genommen wird. Für meinen Sohn Timmy mit einem schicken Cover vorne dran. Ich papp das auch mal auf. Ja. Ab und an ist das zu sehen. Ich denke, das ist auch nur beim ersten Mal. Wenn ich hier das
Überlebensbuch mit der Taste B aufklappe, sieht man auch ganz kurz das Cover, danach nicht mehr. So ungefähr ist mir das vorgekommen. Ja. Theoriestunde. Es gibt jetzt hier ein neues Kunstobjekt quasi, ja. Den Campingplatz Müll. Liegt einfach ein bisschen Müll rum, was weiß ich. Findet man auf jeden Fall an verschiedenen Campingplätzen. In Höhle 6 gibt es hier einen Leichenhaufen. Muss ich erst noch gucken. Ich vergesse auch immer, wo die einzelnen Höhlen sind. Vor allem auch, weil die verschiedene Eingänge haben. Ne? Da ist hier Höhle 1 mit 8 verschiedenen Eingängen als Hausnummer. Und dann gibt es eine Höhle, die hat gerade mal einen Ausgang und einen Eingang und was weiß ich. Ja, muss ich gucken und suchen gehen. Im Allgemeinen sind hier die Gegnerplatzierungen in den Höhlen verändert worden. Die sind ein bisschen woanders. Mutanten sind nicht nur stärker, sondern auch aggressiver. Ja, das ist eine große Gameplay-Änderung. Ich weiß auch nicht ganz aktuell, was die in der Alpha-Phase zu suchen hat. Das vorweg. Allgemein ist in den Höhlen wirklich viel getan worden. Das heißt, hier sind Schleichelemente eingebaut worden, wie Meersteine. Geldscheine sind hier an den meisten Stellen entfernt worden. Felsen sind angepasst worden, auch im großen Loch. Das sieht ein bisschen anders aus jetzt, ja. Mit großen Felsen und allem drum und dran, auch wenn hier dieser Kartoffelsackmutant durch die Gegend läuft. Oh, der macht ja ordentlich hier Zeug kaputt, ja. Fetzen fliegen, Steine fliegen und auch überhaupt mit diesen Stalagmiten in den Höhlen. Ja, ganz, ganz gewaltig. Ja, und ich sag mal, schreiten wir los, die erste Erinnerung. Ich pack mir hier so ein Dynamit raus, ne? Ja, Dynamit könnte ich jetzt mal werfen, denke ich. Genau, das könnte ich werfen, tue ich es aber gerade nicht. Wir begeben uns in ein Schattenareal. Und in einem Schattenareal wird man erkennen, das ist hier eine Erinnerung, die die Entwickler getätigt haben. Dieses kleine runde Teilchen hier, das Wurffadenkreuz, ist ein bisschen verkleinert worden. Ja, dafür hat das aber so einen Schein nach oben. Ja, sieht ganz schick aus. Ja, ist eigentlich süß, lässt sich hier vom Werfen her ganz gut dann koordinieren. Draußen, wenn die Sonne scheint, wird das ein bisschen schwierig. Innen drin, ja, lässt sich das jetzt an Bäume anpappen. Ja, hier wirklich rangehen an Baum und Taste C gedrückt. Ist das dran gepappt, das funktioniert und laut den Entwicklern auch anwenden. Und ich sag's euch, ich habe hier in der Testphase heute das alles mal ein bisschen ausprobiert und das geht weder an der prozeduralen Wand noch an der Steinwand noch an der fertigen Wand noch an der Wand von irgendeiner Baumstammhütte. Das geht nicht. Ja, ist auch nicht mit Update 0.38b gefixt. Wirklich nicht. Ich weiß nicht. Und ich habe auch nachgeschlagen in den Original Patch Notes, ja, da ich mir dachte, oh Mann, da hast du irgendwas falsch interpretiert oder falsch gelesen beim Übersetzen. Nein. Wende, da steht tatsächlich Wende in den Patch Notes, in den originalen Patch Notes der Entwickler. Und ich dachte mir dann vielleicht, noch vielleicht mal in die Höhlenwende. Hat auch nicht so wirklich geklappt. Was weiß ich. Wir pappen den mal hier dran. So, Taste C. Ja, ist. Oh gut, der ist jetzt nicht schön. Schön sichtbar ist er nicht gewesen. Ja. Ja, Bäume fallen, ne? Wir probieren das hier oben nochmal aus. Ja, hier sieht das schick aus. Schnell weg. Ja. Ja, dicht im Schacht. Lutzi ordentlich durchgekracht. So. Ja. Das gibt's auf jeden Fall mal als Änderung, ja. Finde ich eine schöne Sache, auch mit Dynamit, diesem Wurffadenkreuz, das eben in der Sonne recht schlecht zu sehen ist. Ah, hier habe ich was vorbereitet. Das gucken wir uns erstmal an. Denn, meine Lieben, ja. Achso, ja, nee, dann müssen wir hier was anderes vorher besprechen. Es gibt ja hier die eigens angepassten Böden, ja, Custom Floors. Wenn ich den hier dran papp, einfach mal so, oh, Feuerzeug weg, so, ja, das, ihr seht, das bewegt sich nach oben hin noch nicht, aber jetzt, ja, das ist hier noch immer der Boden, das ist der Holzpfad. Der Holzpfad ist ein eigenes Gebäude gewesen, in den bisherigen Versionen, im Überlebensbuch zu finden,
Ja, jetzt ist es nicht nur der Holzpfad, sondern auch der Boden. Ja, das heißt, Custom Floor, eigens angepasster Boden, ist zugleich der Boden und es ist zugleich hier so ein Holzpfad, wie man ihn früher bereits gekannt hat. Ja, das heißt, unten ist Holzpfad und bewege ich den hier irgendwo zu einem Fundament ran oder ähnliches, wird das dann zu einem Boden. Darüber hinaus ist das ein Pfad. Dort, wo früher der Holzpfad gewesen ist, gibt es jetzt den Steinpfad. Und den gucken wir uns jetzt hier an. Das ganze Zeug funktioniert jetzt hier prozedural, wie immer. Ja. Das heißt, das lässt sich nicht wirklich drehen. Ich pappe den auch mal hier so hin, so schräg. Und drehe mich dann darüber. Und natürlich, das ist jetzt schwer zu erkennen. Ja. Hier überall Gras und Blumen und Zeug. Ja, ich habe das hier so, könnte dann auch mal ein bisschen rausfahren, möchte ich aber nicht. Ich belasse das hierbei. Und habe hier die Blaupause, habe ich hier, meine Lieben. Und auch eine Axt in der Hand. Gut, so gefällt mir das. Und da könnte ich jetzt den Holzpfad, den Steinpfad hier fertig bauen. Darum auch die Vorbereitung mit dem Stein. Und sobald das Ding hier fertig gebaut ist, ja, fiel es nicht mehr hin. So. Ja, verschwindet hier auch jegliches Gras. Alles, was hier an Gestrüpp und Zeug rumkreucht und fleucht zwischendrin, ist einfach weg hier. Ja. Und wir haben einen Steinpfad. Ja, wer mit dem Holzpfad nicht zufrieden gewesen ist, der hat ihn jetzt einfach nur beim Boden drin, also im eigens angepassten Boden, und bekommt einen Steinpfad anstatt dessen. Was gibt es hier? Hier ist meine Behausung, ja, für den Speicherpunkt. Was gibt es hier Neues in der Version 0.38-38b? Mondzyklen, Zyklen. Ja, und nicht nur das, bevor wir dazu kommen, es gibt die Sterne am Nachthimmel. Dazu bewege ich mich in die Mod-AP, beziehungsweise in das Cheat-Menü der Mod-AP und sag mal so, komm, wir machen hier jetzt einfach Nacht, sorgen dafür, dass ein klares Wetter ist. Und hier sind die Sterne wieder zurück. Ja. Der Mond ist hier. Und das ist hier wirklich, wir gucken uns das kurz mal an hier im Buch. Ja. Das ist hier der erste Tag im Spiel eigentlich. Und der Mond lässt das hier wirklich nur leicht erkennen, dass hier rechts oben so eine kleine Sichel dran ist. Das heißt, das schon beginnt das Sichelmond. Und wir bewegen uns jetzt auch mal wieder rein. Erhöhen hier die Geschwindigkeit der Zeit. Die drehen wir jetzt voran. Und warten ein bisschen ab, bis hier die Tage durchgelaufen sind. Ja. Ja, das erspare ich euch jetzt auch ein bisschen. Und ich spule mal eben geradeaus nach vorne. Ja, so zum Beispiel, ne? Der Mond kommt jetzt gerade eben wieder ein bisschen hoch. Ja, versucht sich hier am freien Wolkenhimmel, nee, also am freien Himmel hinter den Wolken zu verstecken und man kann gut erkennen, ja, der ist schon ein bisschen mehr beleuchtet. Ja, das sieht auch ganz schick aus. Und das Ganze geht hier nicht nur bis zum Vollmond, ja, ich guck auch mal wieder rein. Ja, Tag 6, ne? Das heißt, um Tag 6, Tag 7 herum, da haben wir schon ein bisschen gut beleuchteten Mond von der Seite. Das ist nicht mehr ein Sichelmond, sondern angehender Halbmond. Oh, und das geht eben. Ein bisschen. Bis der Mond hier voll ist, Vollmond drehen auch die Kannibalen am Rad, ja. Habe ich auch schon ausprobiert. Die drehen wirklich am Rad. Ja, und dann wieder hier in die andere Richtung vom Sichelmond. Ja. Und ganz ehrlich hier, das ist auch schon wieder alles, was hier in 038 neu gibt. Da habe ich hier vielleicht, ja, doch ein bisschen viel blafaselt beim letzten Mal, wo es Patch Notes gegeben hat. Und die kommen, möchten wir uns den nächsten Mond auch noch angucken. Machen wir ein bisschen Flatter Eis Flott, wieder runter, wieder rauf. Sonne geht gleich runter. Sonne kommt gleich wieder hoch, meine ich, und geht dann auch rasch wieder runter. Ich muss mich hier so ein bisschen hin und her bewegen. Das denke ich, habe ich hier zuletzt mal erwähnt. Ja.
dass das Wetter hier von der Animation in der Mod-API einfach hängen bleibt. So, vorsichtig, oh, vorsichtig, vorsichtig, runterdrehen. Und da kommt auch wieder der Mond. Ja, mit der Bewegung geht das gut. Man sieht das auch. Ja, jetzt ist das fast schon ein bisschen mehr ein Halbmond. Ja, aber auf jeden Fall, das ist soweit alles, was es in 38 neu gibt. Multiplayer. Veränderungen und Neuerungen beziehungsweise viele Behebungen gab es hier kaum. Eigentlich sind das nur zwei Zeilen. Und das meiste dreht sich eigentlich um Audio, Höhlen, Balanceanpassungen oder fiesere Gegner. Ja. Und ich sag mal hier, unter dem Mondlicht gemeinsam vertraut mit euch, meine liebende Forest-Spieler, sehen wir uns wahrscheinlich in ungefähr 11 Tagen wieder. Ja, ich euch nicht, ihr mich auch nicht, aber das Spiel werdet ihr sehen, dass ich für euch spiele, wenn es die Neuerungen gibt. Ihr werdet mich hören, ich hoffe, ich höre auch was von euch, ja. Bis dahin sag ich mal alles Gute, alles Liebe und wie immer, das war die Axt im Walle. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal, danke fürs Zugucken.